Da haben wir den Wochenstart am Montag. Was haben wir heute? Den 29.03. Es geht auf Ostern zu. Die Zeitumstellung ist auch durch. Ja, und wir sprechen heute über den Nasdaq unter anderem. Das Ganze gleich hier live. Zuvor, wie immer, diejenigen, die regelmäßig zuschauen, wissen das schon. Meine Bitte, aufs Like-Knöpfchen drücken. Ja, also jetzt ran ans Mäuschen oder mit dem Finger aufs Handy oder auf welches Pad auch immer, den Daumen hoch, damit die Welt auch sieht, was wir hier tun und die Welt mitbekommt, wie gut das Ganze hier an dieser Stelle funktioniert. Damit von meiner Seite Dankeschön, das Ganze verbunden mit der Bitte, wer einen Wunschmarkt hat, rein in die Chats auf Zoom und auch auf Facebook, und da kümmere ich mich sehr, sehr gerne auch darum mit. Bevor wir jetzt in die Charts hineinschauen, zunächst wie immer der Risikohinweis. Ich bitte hier in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, was geschrieben steht. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Hätten wir das und dann jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, festhalten, jetzt kommt der Knaller bei den Nachrichten. Nichts. Wir haben heute keine Nachrichten, wo wir schon planen können, wie sie sich auf die Nachrichten bzw. auf die Kurswelt bei den Indizes oder auch den Währungen ja, auswirken wird. Was ich allerdings sagen kann, sind zwei Dinge von der positiven Nachrichtenseite, und zwar Nummer 1, wir haben ja letzte Woche das Thema IFO-Geschäftszahlen bekommen, und ich hatte das ja schon avisiert, dass wir jetzt mal ganz genau hinschauen sollten, wie sich das Verhalten der Firmenlenker bezüglich der Zukunftserwartungen mit Blick auf die Exporte entwickelt. Und siehe da, der Geschäftsklimaindex steht aktuell bei, jetzt muss ich genau drauf schauen, 96,6 Punkten, ja, und damit so hoch wie schon ewig nicht mehr. Das ist sehr, sehr, sehr positiv. Was hat dazu geführt? Genau das, was wir an dieser Stelle schon miteinander besprochen hatten, und zwar das Thema der Exporte. Ja. Die USA erholt sich sehr, sehr gut. USA ist ein sehr wichtiger Handelspartner für Deutschland. Und auch in anderen Teilen der Welt, beispielsweise auch in China, läuft es recht vernünftig. Das hat Thema China. Haben wir bei den Automobilherstellern schon sehr, sehr häufig gehört, dass China sehr, sehr stark im Auffangen der Rückgänge ist. Ne? Wir wissen ja, der Autosektor in Europa, der ist grottenschlecht momentan. Und trotzdem sind die Automobilhersteller sehr zuversichtlich, denn China momentan sehr, sehr stark in der Nachfrage. Und wenn die USA weiter so gut vorankommen mit dem Impfen, dann wird das dort auch zu einer deutlich beschleunigten Wirtschaftserholung führen. Die sind ja schon wie immer mal meilenweit voraus. Und das ganze Thema, das wird halt dazu führen, oder das führt halt dazu, dass die Firmenlenker sehr optimistisch sind, gerade was die Exporte an dieser Stelle angeht. Und dann haben wir heute Morgen noch eine sehr interessante Nachricht gehört vom Thema der Insolvenzen. Viele, ja, aber wir haben ja in den Medien immer wieder gehört, dass es da Erwartungen gibt, dass wenn jetzt das Thema der Insolvenzen wieder in die normale Anzeigepflicht kommt, ja, das wurde ja ausgesetzt, dass man dort eine Insolvenzwelle befürchtet. Und heute Morgen habe ich auf NTV beim Nachrichtencheck gehört, dass dem wohl doch ganz anders sein könnte, denn die Hilfen haben in einigen Teilen seitens der Regierung doch so weit geholfen, dass die Insolvenzen wahrscheinlich gar nicht so schlimm ausfallen, wie man das befürchtet. Das ist eine positive Nachricht. Nun gut, das müssen wir abwarten, aber man sieht halt, es gibt auch dort zwei Lager, und am Ende werden wir sehen, welches dieser Lager den richtigen Riecher hatte. Aber es wäre natürlich sehr, sehr positiv und all denen zu wünschen, die hier die Hilfen benötigt haben, dass die Hilfen so weit gebraucht wurden oder bekommen wurden, dass man hier die Insolvenzen vermeiden kann, weil das ist wiederum sehr, sehr positiv auch für den Arbeitsmarkt, weil jedes Unternehmen, das durch diese schlimme Zeit mehr oder weniger mit einem blauen Auge davon gekommen ist, das heißt nicht die Tür zu schließen muss, sorgt auch dafür, dass es weniger weniger Arbeitslose bei uns in Deutschland gibt. Und das ist wiederum gut entsprechend für das Bruttoinlandsprodukt auch in Deutschland. Also das ist sehr, sehr interessant an dieser Stelle zu sehen und das sollten wir, denke ich, auch in Zukunft dann sehen, dass sich das für unsere Wirtschaft positiv auswirkt. Ansonsten, wie schon gesagt, heute nicht ganz so viele Nachrichten an dieser Stelle. Eine gute Nachricht gibt es auch noch zum Thema Exportrouten. Hier, wir haben ja das Schiffchen da im Suezkanal feststecken gehabt. Da ist jetzt ein Teilerfolg erzielt worden und es schaut wohl so aus, als wenn relativ zeitnah hier der Suezkanal wieder passierbar ist. Das ist also eine sehr, sehr gute Nachricht, denn dieser Kanal ist natürlich extrem wichtig für die wirtschaftlichen Routen hier auf unserer Welt und die Lieferketten. Ne? Wir sind ja mittlerweile just in time unterwegs und da stört halt alles, was zu spät kommt an Material. Das stört dann den Herstellungsprozess und das sorgt dann wiederum, dass einiges doch später geliefert oder hergestellt werden kann und das wiederum ist wieder schlecht für die Wirtschaft. Aber momentan schaut es so aus, als wenn das relativ zeitnah losgehen kann und ja, man merkt es tatsächlich dann auch schon am Ölpreis, nämlich plumps kommt die Nachricht, geht da runter. Mit der Nachricht ist er ja nach oben angestiegen. Warum? Naja, in den Hunderten von Schiffen, die dort warten, sind unter anderem auch 25 Öltanker. Und diese 25 Öltanker bringen natürlich etwas, ja, das die Wirtschaft auch braucht, den schwarzen Schmierstoff. Und wenn da plötzlich 25 Tanker fehlen, dann ist die Nachfrage verknappt. Jetzt sieht es so aus, als wenn es doch schneller vorangeht. Zack, reagiert der Ölpreis drauf, geht nach unten. Das merkt man. Das sind die volatilen Phasen, die wir hier momentan haben. Und der Abwärtstrend im Öl ist ja auch weiterhin intakt. Da können wir, wenn das gewünscht ist, gerne auch nochmal nachfragen oder beziehungsweise dann nachschauen hier an dieser Stelle. Also das sehr, sehr gerne wieder auf der Uhr für heute. Einfach nur rein. So, wir machen mal weiter mit dem, was wir hier auf der Uhr haben. Und diejenigen, die es schon gelesen haben. Wir blicken jetzt mal auf den Nasdaq. Apropos gelesen, ich habe auch eine Anfrage bekommen letzte Woche, wo bekommt man denn die Informationen her vor der Sendung hier? Und das findet man in aller Regel auf der Blogseite von Tickmill. Die teile ich ja auch immer, sobald ich es fertig habe, fleißig in den sozialen Medien. Ich zeige das Ganze mal ganz kurz hier. Moment, einfach auf die Website von Tickmill mal raufgehen, hier an dieser Stelle und dann einfach auf die Blogseite klicken. Das heißt hier, das ist die Website von Tickmill entsprechend. Dann haben wir hier oben den Blog und im Blogbeitrag stelle ich jeden Tag, wenn ich arbeite, hier die entsprechenden Beiträge ein und am Sonntag gibt es in der Regel das Research am Sonntag. Heißt also an dieser Stelle hier, da gibt es die Daten schon am Sonntag und da haben wir hier gestern ein paar Sachen beleuchtet in dem Abwärtstrend vom Nasdaq, wie wir dastehen, wie man sich vorbereiten kann, dass es da durchaus Hoffnung gibt und das Ganze kann man immer nachlesen und am Ende, wenn die Sendung vorbei ist, stelle ich unten auch immer noch das Video ein, dass man das entsprechend auch mit in der Nachschau sehen kann. Das heißt, wer das hier an dieser Stelle auch mit sehen möchte, das Ganze hier beispielsweise in der technischen Analyse, da hat man immer die Artikel drinnen, dann klickt man einfach drauf auf den Artikel und dann hat man den Text nochmal da und unten drunter dann entsprechend das Video. Also das Ganze hier an dieser Stelle einfach mal gesehen, einfach die Website von Tickmill einfach mal beleuchten und damit hat man alle Daten auf den Blick. Und zum Thema Daten auf den Blick machen wir jetzt hier tatsächlich auch mit weiter und zwar ist das, was wir hier sehen, jetzt tatsächlich der Blick in den Nasdaq rein, Nasdaq 100 hier an dieser Stelle. Das ist zunächst mal das kleine Bild, das beleuchten wir gleich. Das ist ganz, ganz wichtig. Zunächst erst einmal bitte das große Bild. Und was wir hier gesehen haben, ja, wir haben es am Freitag erlebt, wie super gut der Markt auf Wirtschaftsdaten reagiert. Das ging ja am Donnerstag schon los und Freitag, da war die Party kaum zu bremsen. Jetzt allerdings stellt sich die Frage, wie wird und kann es denn hier weitergehen? Denn, und das ist das, was ich im Blogbeitrag auch ausführlich geschrieben habe, wenn wir uns das mal anschauen, ich habe jetzt mal den größeren Zeitrahmen reingemacht, ja, der ganz, ganz große Aufwärtstrend im Nasdaq, der ist weiterhin absolut in Ordnung, aber, und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber, der aktuelle Trend, den wir auf Tagesbasis haben, der ist halt abwärts gerichtet, ne? Und wir sehen das halt, es gibt da doch deutliche Hürden, die wir hier im Bereich des Nasdaq immer wieder sehen. Und wenn wir uns mal die Belastungsfaktoren für den Nasdaq anschauen wollen, dann sehen wir an dieser Stelle auch ganz, ganz klar und deutlich, dass die entsprechenden Rates, also die 10-jährigen Bundesanleihen, die hier gerne genommen werden aus den USA, dass die schon ein Problem sind. Denn die steigen weiter. Heute Morgen sind sie leicht nach unten gesunken hier an dieser Stelle. Also wir sehen es hier oben, die 10-Jahres-Zinsen. Ich zoome das mal kurz ein bisschen größer hier. Da haben wir es, US 10 Years, das sind die Treasury Notes. Die gehen jetzt ein bisschen hier nach unten, ja. Aber das ist genau der Faktor, wo man immer wieder sieht, das kann den Markt auch deutlich belasten. Und die Zinsen, wenn sie weiter steigen, das ist dann halt der Belastungsfaktor. Und dieses Bild ändert sich nicht. Heute Morgen ist es schön zu sehen, dass der Markt hier nach unten geht. Das könnte etwas Entspannung bringen, aber ob es die Entspannung bringt, das müssen wir natürlich erstmal sehen, wenn der Handelstag dann so weit fortgeschritten ist, dass wir in den USA entsprechend auch sehen, was die Händler machen. Zunächst sieht es erst einmal so aus, dass der Markt wieder ein bisschen rumdreht. Hier normal, was wir hier sehen ist, und deswegen hatte ich auch geschrieben, der Abwärtstrend vom Nasdaq ist weiterhin intakt. Wir sehen das hier im größeren Bild, ne? Das ist hier schön angezeichnet, wie auch im kleineren Bild. Also hier fließen auch einige Trends ineinander zusammen. Der Markt stößt immer wieder an und wir hatten hier am Freitag im Hoch den Test der 13.000 Punkte Marke und die wurden dann erst einmal abverkauft. Das heißt, im großen Bild, was sehen wir? Wir sehen momentan einen Schwungbereich, wo wir sagen können, okay, hier oben im Bereich 13.250 bis 13.350 in etwa ist der Deckel oben drauf. Ja, und dann bildet sich so eine Art, naja, so ein Schwungbereich aus, so eine Box, wie man das haben möchte, wie man das auch immer haben möchte. Es gibt halt jetzt diese Seitwärtsphase und die, ja, wie soll ich das erklären, die dauern halt nicht selten ziemlich lange, bis sich sowas auch mal ja, irgendwann erledigt. Das heißt, wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen, rein vom Fenster her, von hier bis hier, also in diesen Levels, schwingt der Markt momentan ziemlich stark hin und her. Und hier unten im Low haben wir gehabt den Haltebereich 12.250 und oben ging es einfach nicht höher als 13.340 hier oben rein. Und das ist momentan ganz klassisch der Schwungbereich. Das heißt, was wir hier im Nasdaq momentan sehen, ist ein ganz, ganz typisches Verhalten. Es wird oben verkauft und unten gekauft. Ne? Das haben wir hier gesehen, das haben wir hier gesehen, das haben wir hier gesehen. Ne? Hier unten der Kauf, zack, ging es hoch. Hier unten der Kauf, zack, ging es hoch. Hier unten der Kauf, schön nach oben gelaufen. Da ist immer wieder viel drin. Deswegen, wer sich hier auf die Lauer legen möchte, macht es Sinn, am besten die Trends sich mal anzuschauen und dann wirklich zu schauen, kriegt man denn oben Verkaufssignale und bekommt man unten irgendwann irgendwo die Kaufsignallage entsprechend. Und das schauen wir uns jetzt hier mal an, denn was wir hier an dieser Stelle definitiv sehen, wir sehen hier die fallenden Hochs, wir sehen hier die fallenden Tiefs. Das Gleiche sehen wir hier drüben auch im größeren Kontext. Das heißt, Aufwärtstrend ist hier längst nicht zu sehen. Chancen sind tatsächlich da, aber so weit ist es noch nicht. Wie kann so eine Chance aussehen? So eine Chance, ich skizziere es einfach mal ganz kurz hier, kann folgendermaßen aussehen, dass wir hier entsprechend den Schub zur Unterseite gesehen haben. Jetzt aber hier, nehme ich mal in Blau, also hier, dass der Schub zur Unterseite rein, ne? So, dann haben wir hier das erste Mal so eine Delle gehabt. Dann könnte man hier sagen, hier bildet sich sozusagen ein Kopf, dass sich hier eine inverse Schulterkopf-Schulterformation bilden kann. Und da ist es jetzt halt ganz, ganz wichtig, wie sich dieses hier ausbildet. Wenn wir hier weiter in den Tiefs fallen, können wir diese Formation absolut vergessen. Sollten wir aber direkt jetzt nach oben aufsteigen, das wäre dann quasi mehr oder weniger in einer nicht ganz so schön ausgebildeten Art und Weise, aber immer noch eine Art inverser Schulterkopf-Schulterformation. Und diese könnte dann durchaus dahin führen, dass wir hier über diesen, sage ich mal, Deckel oben drüber fliegen und dann wieder die Allzeithochs in, ja, sag ich mal, in die Nähe der möglichen Anlaufpunkte mit reinbekommen. Soweit ist es jetzt noch nicht, ja. Da müssen wir sehen, was losgeht. Wie schon gesagt, die großen Ecken haben wir ja da, wie wir hier die Chartbesprechung haben. Im kleineren Bereich jetzt erstmal auf diesen bezogen, also auf dieses sozusagen aktuelle Laufschema zur Unterseite hin, haben wir jetzt halt die beiden Seiten der Freitagskerze, die wichtig sind. Die allerwichtigste haben wir erstmal hier oben bei 13.000 Punkten, kriegen wir dort einen nachhaltigen Abprall, und nachhaltig, damit meine ich, dass wir tatsächlich auch über den Handelstag nach unten laufen und auch unter das Freitagstief fallen. Dann haben wir natürlich eher die Chance auf der Unterseite, das heißt dann hier die Zwischentiefs rauszunehmen bei 12.623 beziehungsweise dann hier unten in diesen größeren Auffangbereich um die 12.250 reinzulaufen. Kauft der Markt allerdings die 13.000 Punkte Marke, das wäre das Positive, dann haben wir gute Chancen, uns zunächst erstmal hier oben Richtung, was haben wir hier oben drinnen liegen, 13.296, also knapp 13.300 Punkte hochzulaufen, hier in Richtung dieses Widerstandslevel. Das sind die Chancen auf der Oberseite, und genau dieses Schema schauen wir uns jetzt mal auf der Chart-Unterseite an, denn die gute Nachricht ist, wir laufen tatsächlich in einem Aufwärtstrend nach oben. Ja, das ist halt das sehr, sehr Schöne. Hier, also hier ist mal der höhere Zeitrahmen, da ist noch alles abwärts gerichtet. Das ist auch von der technischen Seite her absolut okay. Wir laufen hier halt stark nach unten. Hier ist der Bewegungsarm. Der Bewegungsarm ist definitiv gebrochen worden. Hier in diesem Schwungbereich um die Marke von 12.875 ist der ersichtlich, und da sehen wir, da ist der Markt jetzt auch reingelaufen und dreht wieder nach oben. Also auch hier kriegt dieser Bereich aktuell wirklich schön die Markterwartung. Und das, was wir hier an dieser Stelle jetzt sehen, ist halt schon ein, ich sage ich mal, doch recht positives Verhalten. Ja? Auch wenn die Tageskerze schwarz ist, aber wenn wir es uns mal ganz kurz anschauen wollen hier an dieser Stelle, der Aufwärtstrend, der kleinere, den wir hier haben, der ist intakt. Und das, was wir hier jetzt sehen, ist mal ganz klassisch die korrektive Phase. Ja, hier sehen wir untergeordnet auch den Trend am Laufen. Und wenn jetzt hier tatsächlich der Ausbruch, der nachhaltige Ausbruch hier aus diesem Korrekturkanal, das ist keine bullische Flagge mehr, dafür ist das viel zu weit nach unten gelaufen im klassischen Sinne, und es hat einen Trend gemacht. Hier haben wir einen relativ engen Trendkanal. Ja, und wenn wir hier den Ausbruch bekommen und über dieses Level hier oben drüber laufen, wo hier das kleine Zwischenhoch gewesen ist, dann haben wir recht gute Karten, Richtung 13.000 zu laufen. Und wenn der Markt dort die Trendfortsetzung macht, dann schaut es tatsächlich so aus, dass wir durchaus das Potenzial deutlich nach oben ausweiten können. Und wenn wir einfach mal schauen, wenn wir hier das Bullenszenario mal beleuchten und die aktuelle Korrekturtiefe oben drauf setzen, dann sehen wir schon, auch aus der technischen Analyse hier den Bereich, also malen nach Zahlen quasi, einfach mal was unten nehmen und oben drauf spiegeln. Da haben wir hier oben die Marke von 13.184, die da durchaus eine schöne Relevanz haben kann. Und das ist sehr, sehr wichtig für die Oberseite. Auf der Oberseite haben wir auch noch Anlaufmarker hier aus diesem Schwungbereich nach unten raus. Da hätten wir hier oben die 13.155 Punkte Marke und dann schon hier die 13.184. Fliegt der Markt auch darüber, wäre das dann wirklich das total positive Bild. Dann hätten wir die Anlaufpunkte hier oben im Bereich des Zwischenhochs hier. Da haben wir einen kleinen Lüpfer oben drauf gehabt bei 13.280 Zählern, und dann haben wir hier oben knapp die Marke von 13.300 Punkten im Nasdaq. Das ist da, und das haben wir hier. Der ein oder andere wird jetzt fragen, wieso nicht diesen kleinen Zupper hier oben drauf. Natürlich, der ist da, ne? Da diskutieren wir auch nicht rum. Ist nur die Frage, wie viel Relevanz diese Marke hier hat, weil es war ein kleiner Spike nach oben innerhalb so einer, sag ich mal, hochvolatilen Phase. Da kann viel passieren. Ob das jetzt nachhaltig hier ein Verkaufslevel ist oder nicht, das werden wir sehen. Erstmal müssen wir sowieso dahin laufen, und mit dem Blick auf das erstmal dahin laufen, bitte hier nochmal drauf schauen aus dieser trendigen Abwärtsbewegung. Da hatte ich ja schon gesagt, wir müssen zunächst erstmal hier über dieses Level oben drüber, das heißt diesen Bereich hier oben rausnehmen im Kleinen. Hier, ich zeichne das mal ganz kurz ein. Das ist hier untergeordnet ein wichtiges Widerstandslevel, weil dort oben war das Verlaufshoch aus der Abwärtsphase hier an dieser Stelle. Und wenn wir uns diesen Chart mal im 5-Minuten-Bereich anschauen wollen, dann sehen wir es halt hier oben. Da ist momentan die Begrenzung. Das heißt, hier haben wir das Zwischenhoch aus diesem Abwärtstrend, den wir hier haben. Und das muss tatsächlich erst raus. Also das ist mal der erste Bereich, wo ich sage, das wäre ein wichtiges Signal, dass der Markt tatsächlich nach oben möchte. Also hier oben drüber über diesen Bereich um die 12.900 und was haben wir hier oben, 12.917 Zählern habe ich tatsächlich mal getroffen. Da müssen wir drüber und wenn wir das rausgenommen haben, dann haben wir tatsächlich gute Chancen, oben rüber zu laufen, rauf zu laufen hier an dieser Stelle und die weiteren, sage ich mal, Kursziele auf der Oberseite mit abzufrühstücken hier Richtung der blauen Linie bei 13.000 Punkten. Ne? Das wäre also das früheste Signal, dass man sagen kann, jetzt will der Markt tatsächlich hier nach oben. Das Ganze im Nasdaq. Hier der Blick oben rein. Wie schon gesagt, Wunschmärkte gerne rein in die Chats. Ein paar sind auch schon gekommen. Ich muss mal kurz schauen. Was haben wir hier? US-Dollar, mexikanischer Peso wird gewünscht. Genau, das gucken wir uns gleich auch an. Die Exoten hatten wir letzte Woche auch schon. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und dann noch die Frage, Kan-Dollar, japanischer Yen. Wenn Zeit ist, schauen wir, wie wir es schaffen. Ich habe nämlich hier bei den Währungen auch noch ein bisschen was auf der Uhr. Und zwar blicke ich da gerade mal hoch auf meinen Live-Ticker und da sieht beispielsweise das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken sehr, sehr interessant für die Long-Seite aus. Britisches Pfund, japanischer Yen scheint mir auch gerade mit Schwäche ein bisschen in die Woche reinzukommen. Das ist also sehr, sehr spannend. Und was auch spannend zu sehen ist, ist das Cable momentan im Abwärtstrend an einer interessanten Stelle auch mit etwas Schwäche zu sehen. Und das schauen wir uns gleich mal an. Das heißt, wir starten mal mit dem Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken. Haben wir hier, da liegen auch noch tonnenweise Linien drin aus unserer letzten Chartbesprechung. Die lassen wir einfach mal da, wo sie sind, denn möglicherweise brauchen wir die hier. Was ich sehr, sehr interessant momentan finde, ist die aktuelle Verordnung hier an dieser Stelle. Und zwar der Sprung über diesen Widerstand, den ich gerade farblich verändere, der ist nämlich jetzt ein Unterstützungslevel geworden. Ne? Das heißt, wir haben hier oben an dieser Stelle um das Level von 0,9375 einen Abprall gehabt und dann den dynamischen Aufkauf hier. Und jetzt hält sich der Markt momentan definitiv über diesem Level. Das heißt, wenn wir uns das an dieser Stelle mal anschauen, was das denn bedeutet, dann haben wir hier ganz klar jetzt die Chance, hier oben die Fortsetzung dieses Hochs rauszunehmen. Das heißt, das haben wir gehabt bei 94,18, hier oben der Deckel oben drauf, ja, das ist der Punkt. Und wenn es hier weitergeht, dann können wir uns schon schön auf der Oberseite weiter ausdehnen. Das heißt, nächster Anlaufpunkt mal hier aus diesem Abwärtstrend, das Zwischenhoch um die Marke von 94, knapp 68 hier. Dieses Level, das wäre mal das nächste. Und wenn wir uns das im 4-Stunden-Bereich anschauen, dann sehen wir auch, dass der Markt sich wirklich hier über diesem Unterstützungsbereich stabilisiert. Und das ist wirklich eine sehr, sehr positive Nachricht. Wir haben es ja gesehen hier zunächst die Seitwärtsphase unter dem Support. Das war schon ein sehr, sehr bullisches Zeichen. Dann der Ausbruch und jetzt der fehlende Verkaufsdruck. Und das ist wirklich eine der guten Voraussetzungen hier zur Oberseite reinzulaufen. Sollte der Markt jedoch unter dieses jetzige Support-Level laufen, dann haben wir die Anlaufpunkte auf der Unterseite immer noch valide da, die wir hier auf der Unterseite sehen. Das heißt, an dieser Stelle hier dieses Auffanglevel unten, dieses Tief, der Range um die 93, knapp 50 wäre mal der erste Anlaufpunkt, den wir hier auf der Unterseite haben. Und dann ein Level, das durchaus Marktbeachtung gefunden hat, hier dieser Schwungbereich um die Marke von 0,93, 15, 16 rum in diesem Drehbereich. Das hier, das wäre dann die Unterseite zum anlaufend mal zunächst aus Grundlage von markttechnischen Dingen, wo wir sehen, der Markt hat hier viel Beachtung gegeben. Ansonsten, wenn wir dann weiter noch nach unten wollen, hier haben wir ein Auffanglevel hier aus trendtechnischer Sicht. Das heißt jetzt nicht, was der Markt gemacht hat, sondern wirklich ein Trendtief. Und das haben wir hier unten liegen. Hier sehen wir sehr, sehr schön das Drehlevel um die 92,20 rum. Das wäre mal, wenn wir hier doch in diese tiefere Korrektur des letzten Bewegungsarms nach oben eintauchen sollten, dann haben wir diese Marker da. Das ist dann allerdings nur die Korrektur des Ganzen und diejenigen, die das auf der kleinsten Zeitebene traden wollen, die schauen sich einfach mal an hier an dieser Stelle, wie sowas aussehen kann. Das heißt, korrekturtechnisch sollten wir hier einen ganz, ganz, ganz kleinen Abwärtstrend machen. Das heißt, hier unter das heutige Tagestief hier drunter laufen, also unter dieses kleine Level hier unten, haben wir den Gegentrend und das wäre dann der Marker, wo man sagen könnte, okay, jetzt haben wir hier doch ein paar Chancen zur Unterseite rein und die können wir dann definitiv dorthin mitnehmen. Also das der Blick in das Währungspaar US-Dollar, Schweizer Franken und wir bleiben mal noch beim US-Dollar und zwar hier im Cable, also britisches Pfund US-Dollar. Auch das ist eine schöne Verordnung momentan. Jetzt muss ich es nur noch finden. Hier haben wir es, britisches Pfund. Also das sehen wir momentan im Stundenchart. Interessant ist, was wir hier auf Tagesbasis sehen. Das mache ich mal ganz kurz etwas größer. Die ganzen Linien hier oben, wartet mal, hier mache ich doch mal ein bisschen, hier räume ich mal ein bisschen auf hier. Frühjahrsputz auch im Chart, das ist immer wichtig. So, passt auf, was wir hier sehen ist momentan, hier haben wir schön den Abwärtstrend zur Unterseite rein. Also hier im Aufwärtstrend, im ganz, ganz großen Bild sehen wir das auch. Ist der Markt natürlich weiterhin stark zur Oberseite hingerichtet. Wir korrigieren nur ziemlich massiv momentan nach unten. Das heißt massiv, wir sind hier oben bei 1,4240 im Hoch gewesen. Und jetzt standen wir hier unten im Low, standen wir bei 1,3670. Also das ist schon ordentlich, was es hier zur Unterseite reingeht, wenn man diese starke Dynamik oben rauf sieht. Aber es ist halt auch eine ganz normale Korrektur auf diesen starken Anstieg, die wir auf der Wochenbasis gesehen haben. Wenn wir das mal schauen, wir kamen von hier unten raus im Low. Was haben wir da unten im Low gehabt? Das war die Marke von 1,1410 hier unten und dann sind wir so weit angestiegen, das reicht auch, um eine Korrektur mal ein bisschen tiefer ausdehnen zu lassen, ne? Und wenn wir mal sehen, auf der Wochenbasis der nächste, sag ich mal, relevante Drehbereich, wo viel Beachtung gefallen ist, wäre mal hier dieses Ausbruchslevel in diesem Bereich um die 1,3650 bis 1,3660, das da oben, das haben wir da. Schauen wir uns das Ganze auf Tagesbasis an, sind wir momentan in einem Abwärtstrend verortet. Also ich mache es mal kurz rein hier. Das, was wir hier sehen, ist die aktuelle Abwärtsphase und was wir auch sehen ist, dass der Markt am Freitag hier oben reingelaufen ist in dieses Level um die Marke von 1,38. Das war ja, solange wie der Markt drüber notiert hat, quasi das Support-Level. Jetzt ist es ein astreines Widerstandslevel und dieses Widerstandslevel hier führt momentan so ein bisschen zu einem Abprall. Also das heißt, wir haben hier wieder einen sehr, sehr wichtigen Drehpunkt. Schiebt es den Markt doch über die 1,38 drüber, dann können wir uns ein bisschen auf der Oberseite mit austoben. Das heißt, gehen wir jetzt mal gleich rein in die kleineren Anlaufzeiten. Das heißt im Stundenchart hier oben die 1,3865, das wäre mal eine gute Marke, um das Ganze zu haben, beziehungsweise im kleinsten hier dieser Ausbruchsbereich, den wir hier haben, das werden wir gleich sehen. Das ist jetzt das Feine in dem Tageschart, was wir auf der Stunde dann oder in dem 4-Stunden-Chart besser sehen können. Da hätten wir schon noch einiges, was auf der Oberseite mit rausgenommen werden kann, wenn wir eine tiefe Korrektur bekommen. Und die tiefe Korrektur kann ja durchaus auch bis in dieses Widerstandslevel oben um die 1,40 hochlaufen. Also da ist durchaus viel Potenzial. Aber das ist halt etwas, das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir sind im Abwärtstrend. Der Abwärtstrend ist in einen Widerstand reingelaufen. Und wenn das hier nach unten abkehrt, dann haben wir hier definitiv die 1,36 unten. Was haben wir da? 1,3670 haben wir hier unten im Low drinnen. Das ist halt die Trendfortsetzung dann. Und dann ist der nächste Anlaufpunkt hier zu finden an diesem Zwischentief, was wir haben, bei 1,3565. Das ist da und das schauen wir uns jetzt mal in der Stunde an, beziehungsweise ich zeige mal ganz kurz noch den Unterschied zwischen dem Stundenchart und dem 4-Stunden-Chart. Also der bildliche Verlauf ist der gleiche. Das Einzige, was wir jetzt hier im 4-Stunden-Chart nicht sehen, ist das kleine Trenden. Aber was wir hier auch im 4-Stunden-Chart sehr schön sehen, ist halt ganz klassisch die Tatsache hier, Schaut mal, das hier, was wir hier haben, ist mal ganz klar der Korrekturkanal und der bricht jetzt tatsächlich nach unten weg. Und wenn wir hier jetzt sozusagen die Abwärtstendenz weitersehen, haben wir das Umkehrsignal da und das ist das, was wir zur Unterseite hin brauchen. Deswegen gehe ich jetzt hier nochmal ganz kurz in den Stundenchart zurück, denn im Stundenchart sehen wir auch sehr, sehr schön hier den Aufwärtstrendkanal. Der ist jetzt gebrochen worden und ein Marker ist hier an dieser Stelle sehr, sehr wichtig. Wir sind zwar aus dem Trendkanal ausgebrochen und der Markt trendet hier so leicht nach unten in den kleinsten Zeiteinheiten, aber das Trendtief, das haben wir erst hier unten liegen und solange wie der Markt das nicht rausnimmt, ist der Korrekturtrend auch noch nicht zu Ende. Das heißt, laut Adam Riese müssen wir hier das unten rausnehmen und dann haben wir die Anlaufpunkte zur Unterseite da. Das heißt, hier an dieser Stelle unter die Marke von, was haben wir da liegen, 1,3750 in etwa drunter. Dann ist der Aufwärtstrend gebrochen, dann ist tatsächlich nicht nur ein Ausbruch aus dem Kanal da, sondern tatsächlich auch der Trend rausgenommen und dann können wir uns tatsächlich auf der Unterseite hier ausspielen und da können wir schön auch die Zwischentiefs aus den Korrekturphasen rausnehmen. Ich markiere die hier ganz klassisch mal an, also das ist das, wo wir uns wirklich auf die ganz, ganz klassische Charttechnik stützen können hier. Da haben wir alleine mit Blick auf diesen Korrekturkanal doch einige relativ eng aneinanderliegende Marker, die durchaus Druck zur Unterseite bringen können. Und das sind hier die Bereiche um die 1,3741, 1,3724, 1,3705 haben wir hier und hier unten haben wir noch die 1,36, ja, 92. Und dann sind wir schon unten angekommen hier am Zwischentief, ich ziehe die Linie mal kurz unten dran, hier unten der Bereich um das Level von 1,3670. Da ist die Planung zur Unterseite doch sehr, sehr schön machbar. Aber wie schon gesagt, wir müssen unter den Supportbereich fallen, denn erst dann ist der Aufwärtstrend, den wir hier haben, weg. Ansonsten, wenn das nicht passiert, kann man ziemlich schnell auf dem falschen Fuß erwischt werden. Das heißt, hier schaut mal, das ist jetzt alles nur Korrektur in diesem Kontext hier, ne? Also hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, der Aufwärtstrend ist intakt und wenn wir hier drüber laufen, setzt er sich fort, der muss erst gebrochen werden. Zumindest dann haben wir wieder ein Indiz mehr dafür, dass der Markt eher die Unterseite beleuchten will als die Oberseite. Das ist der Blick in britisches Pfund an dieser Stelle. Und dann gehen wir mal noch zu den Wunschmärkten über. Das heißt hier aus der Sache, da haben wir US-Dollar, mexikanischen Peso. So, machen wir auch das mal wieder einfach auf. Hier US-Dollar, mexikanischer Peso, zack, Nebenmärkte auch immer wieder interessant. Neues Chartfenster auf. Ja, und da haben wir ihn hier im 15-Minuten-Chart, aber wir schauen zunächst erstmal auf den Tageschart mit drauf, was hier an dieser Stelle passiert und am großen Gesamtbild ist klar erkennbar, der Markt ist hier momentan in der Stimmungslage eher zur Unterseite hin gerichtet. Das können wir gut erkennen, weil wir sehen, hier im kleinsten Bereich sind wir hier aus diesem Aufwärtstrend hier nach unten ausgebrochen, haben die Zwischentiefs hier rausgenommen. Was der Markt hier gemacht hat, natürlich hier in einem schönen Support-Level aufgesetzt. Das ist immer gut zu sehen, das Ganze zu haben, aber wir haben jetzt halt hier tatsächlich die Gefahr auch, dass wir unten drunter durchrutschen. Das heißt, dass wir dort den Abwärtstrend auch machen und dann nach unten rauslaufen. Das heißt, was wir hier sehen, zwei Marker, die relevant sind, zunächst erstmal oben drauf. Ich lasse das jetzt mal ganz kurz in grün. Das Hoch hier unten, das haben wir gehabt um die knapp 20, was haben wir hier oben? 95, 20, 96 hier oben, das Hoch, wenn wir dort drüber laufen, ja, dann trendet der Markt hier wieder zur Oberseite hin und dann haben wir hier das ganze Regime so aufgesetzt, dass wir durchaus hier oben in die Trendfortsetzung reingehen können, also dass der Markt hier die vorgehende Aufwärtsphase wieder aufnimmt, mit einem neuen Aufwärtstrend Richtung dieses Zwischenhochs läuft. Das wäre vom Kontext her auch eine gute Chance und unten brauchen wir den Lauf. Laufen wir hier im kleinsten drunter unter dieses Zwischentief grob um die Marke von 2052, dann ist mit einer guten Wahrscheinlichkeit zunächst erstmal davon auszugehen, dass wir hier unten in diesem Drehbereich ans Tief unten ranlaufen um die Marke von 2027. Also das Ganze wird sich hier so ein bisschen auch entscheiden, wo es da entsprechend hingeht. Das heißt, wenn wir überhaupt die, sag ich mal, Signallage sehen wollen, dann haben wir hier die entscheidenden Marker. Hier oben drüber über die 2096 sieht es eher so aus, als wenn der Markt wieder anfängt hochzutrenden und hier drüber zu laufen. Wenn wir im kleinsten hier unter dieses Zwischentief fallen, unter die 20, 52, 53, ich kann es mal noch genau machen, was haben wir hier? Da haben wir das Low bei 20, 58, 53. Wenn wir hier drunter laufen sollten, dann zunächst erstmal hier unten Auffangbereich und es ist halt ein bisschen Geduld gefragt, was wir hier haben. Wir müssen hier drunter oder hier drüber, um trendig das Ganze zu haben. Das sehen wir hier, ich skizziere es mal kurz ein, um zumindest einen Trend im Rücken zu haben. Sonst ist das nur Geplänkel hin und her. Und wenn man sich, sagen wir mal, auch das, was auch wirklich Sinn macht, an Trends halten möchte, muss man halt erstmal warten, bis einer da ist. Und zwar auch in der Zeitebene, die man traden möchte. Ja? Das heißt hier an dieser Stelle die Unterseite, hier runter, Korrektur, so. Und wenn wir es jetzt sehen, hier nach unten durchlaufen, hätten wir einen Abwärtstrend und dann die Anlaufmarker unten rein, natürlich hier an die Zwischentiefs, die wir hier haben. Das ist gut planbar. Das ist die eine Sache sozusagen. Aber das zweite Bild, auch hier sollten wir nicht drunter fallen, sondern von hier aus wieder oben drüber laufen. Dann hätten wir hier den Aufwärtstrend über der 2096 und dann die Chancen, oben hineinzulaufen ins Hoch. Das heißt, wir sind jetzt hier an einer sehr, sehr entscheidenden Stelle. Wer Trendbildung auf Tagesbasis abwarten möchte, hat hier unten den Level hier und hier oben, ne? Die sind wichtig. Wer das Ganze im kleineren traden möchte, hier beispielsweise im 4-Stunden-Chart, der sieht es halt auch schon, ne? Das, was wir hier an Aufwärtssequenz da haben, ist deutlich abverkauft worden. Hier haben wir jetzt die Signallage auch eher in einer bärischen Ausrichtung. Und wenn wir hier unten drunter durchfallen, unter dieses Zwischentief hier, dann haben wir hier im 4-Stunden-Chart schon mal einen Abwärtstrend und das spricht dann eher dafür, dass wir die Unterseite im Chart entsprechend mit beleuchten. Und das ist halt etwas, das muss man so ein bisschen auf der Uhr mit haben, wenn man sich das Ganze auch mal so anschaut. Und wenn man sich den US-Dollar momentan auch mal anschaut, der sieht so aus, als wenn er ein bisschen stärker werden würde hier an dieser Stelle. Das heißt, wenn der US-Dollar deutlich wieder an Stärke zunimmt, dort einfach mal auf den US-Dollar-Future oder den Directional Index, den DX schauen, dann schiebt es das Ganze hier natürlich oben. Also wenn man dieses Zusammenspiel auch sieht, dass der Dollar stärker wird und der Markt hier ansteigt, dann sieht es eher so aus nach der Oberseite, ne? Und das kann man dann schön im Zusammenspiel sehen und wir stehen halt hier doch an Stellen, wo man sagen kann, da kann sich einiges entscheiden und auch hier im 4-Stunden-Chart ist das relativ gut erkennbar, dass wir hier die Gegenbewegung zur Oberseite haben, das heißt hier auf Tagesbasis, schaut mal, das war ja hier die schöne Aufwärtsphase, hier die Korrektur und wenn wir mal sehen, unten drunter lief hier, ich zeichne das mal kurz mit der Maus, der Aufwärtstrend und der ist hier noch intakt, das ist das, was wir hier im 4-Stunden-Bereich sehen und da haben wir durchaus hier auch die Chance, dass der weiter am Leben bleibt, also dieser Bereich hier unten, die 2052 rum, die sind wichtig, darunter sieht es eher short aus, weil dann wird auch der kleine Aufwärtstrend hier im 4-Stunden-Chart negiert, sollten wir allerdings innerhalb des Trends weiter Stärke aufweisen. Das heißt hier, ich zeichne es mal ganz kurz ein hier, das ist ja der 4-Stunden-Trend, das ist die Erholung, die wir auf der Tagesbasis sehen. Hier der kleine Zacker noch drin, aber das ist hier wichtig. Hier unten reinlaufen und jetzt da oben drüber, das wäre Fortsetzung dieser Situation. Also das haben wir schon sehr, sehr schön im Blick und da kommt es halt wirklich drauf an, welcher Zeitkontext getradet werden sollte. Wenn es der 4-Stunden-Chart ist, der die Richtung vorgibt an dieser Stelle, dann hat man sozusagen hier unten gerade den korrektiven Arm und wenn der hier in die Umkehrrichtung geht, das heißt, wenn wir hier oben dieses Zwischenhoch rausnehmen sollten, was wir hier gehabt haben, also dieses Level hier, wieder mit reinnehmen, über die Marke von 20,75 in etwa, oder was haben wir hier, 20 oben, die Hochs hier, grob den Schwungbereich mal eingrenzen, das ist die Marke von 20,70, nein, was haben wir da, doch 20,72 in etwa rum, darüber, das wäre positiv zu sehen, dann haben wir die Chancen zur Oberseite, also der Kontext ist da, Wechselbereich noch da, aber momentan, wenn der Dollar stärker werden sollte, sollten wir hier eher die Oberseite weiter in Beleuchtung sehen und die korrektive Phase hier in diesem größeren Kontext dann zu Ende sehen, also es ist hier kein sauberer Bereich, ja, ein Wechselbereich, kommt darauf an, wie man es sehen möchte. Und dann gehen wir jetzt noch auf das Thema Kan-Dollar, japanischer Yen auch mit ein. Hier mache ich mal kurz zu, Kan-Dollar, japanischer Yen, auch das relativ interessant zu sehen, was hier momentan passiert. Schöne Trading-Chancen, die wir durchaus da haben in diesem Level, denn hier im Kleinsten sehen wir es schon mal, hier war die Korrektur, jetzt sind wir deutlich drüber gelaufen, jetzt ist hier ein bisschen bullische Korrekturphase angesagt, das heißt hier schauen wir uns das mal auf Tagesbasis an, wir haben es ja gesehen am Donnerstag und im Freitag der vergangenen Woche, schöne, starke, dynamische Aufwärtsbewegung hier in diesem vorherrschenden Aufwärtstrend, und da haben wir wirklich gute Chancen weiter nach oben zu laufen, wir sehen jetzt hier das kleine Durchatmen, wenn wir hier übers Tageshoch vom Freitag drüber laufen, haben wir richtig gute Chancen, die Oberseite weiter zu bespielen, und da sehen wir dann über dieser Marke auch die Trendfortsetzung im 4-Stunden-Trend, das heißt hier oben über dieses Hoch da oben drüber, das wäre dann ganz klassisch Trendfortsetzung, und da sieht es momentan aus, als wenn der Markt das spielen möchte, denn hier, das ist die korrektive Phase, der Trend ist rausgenommen, im Kleinsten haben wir den Aufwärtstrend, der momentan schön stark korrigiert, und was wir hier auch sehen ist diesen kleinen, sage ich mal, Korrekturkanal, beziehungsweise das ist dann schon eher eine bullische Flagge, die wir hier sehen, rein vom Kontext her, und das Thema hier, wenn wir hier den Ausbruch bekommen, schön zur Oberseite, dann haben wir wieder genau die gleiche Situation hier, dann trendet der Markt nach oben, er setzt sich fort, hier übers Hoch drüber wäre Trendfortsetzung dieses Trends, und dann haben wir gute Chancen hier über die Marke von 100, was haben wir hier oben, 50, 190, was haben wir da oben, 152, 50 oben drüber zu laufen und das Ganze fortzuschreiben. Und da sehen wir halt auch, wenn wir mal in die Woche reinschauen, dass wir hier durchaus das Potenzial haben, als nächstes dann hier oben reinzulaufen in die knapp 153,90 und dann hier das Zwischenhoch bei 156,67 auch mit rauszunehmen. Das ist der Blick in das Währungspaar britischer Pfund, japanischer Yen. Haben wir da, sieht interessant aus. Ansonsten schauen wir mal noch nach Nachrichten, haben wir da keine Wünsche auf Facebook. Dann jetzt, wie gewohnt, ich hatte es vor uns avisiert, der Blick noch in den Ölmarkt rein. Und zwar das Ganze auch mal hier wieder auf der Tagesbasis, und da sehen wir aktuell halt den Abwärtstrend da, der momentan nicht wirklich richtig wegkommt. Das heißt auch hier der Bereich oben um die 61 bis 61,80 hoch, der wird immer wieder zum Verkauf genutzt. Also hier sieht es tatsächlich so aus, als wenn der Markt die Unterseite mit bespielt hier an dieser Stelle. Unten haben wir den Auffangbereich um die 57,40 rum, in etwa 30,40 hier unten. Das sehen wir hier, hatte da immer gehalten, aber der Blick in das kleinere Bild, der zeigt uns halt an, hier der Abwärtstrend, der ist intakt. Ja, hier haben wir zwar die Chance, einen Aufwärtstrend zu machen, aber wir sehen es auch hier oben in diesem Drehbereich, den wir hier drüben gehabt haben, den ich zwischen diesen beiden magentafarbenen Linien eingezeichnet habe, also 61 bis 61, 24, 25 rum, wird immer wieder für Verkäufe genutzt, und das ist halt das Bild, was wir hier auch sehen. Und wenn man das mal im Kleinstbereich sich anschauen möchte, also diesen Arm hier, sind wir verortet in auch einem Abwärtstrend, der durchaus die Chancen zur Unterseite hat, wenn er sich fortsetzt. Schauen wir mal kurz hier in den 15 Minuten Chart rein, schaut, hier haben wir den Trend nach unten, hier die korrektive Phase, und wenn wir hier tatsächlich unten drunter durchfallen sollten, also unter dieses Zwischentief hier, dann setzt sich das Ganze zur Unterseite fort und wir können uns weiter nach unten positionieren, Anlauflevel hier unten an den Zwischenlinien um die 58,93 beziehungsweise hier die 58,24 und dann das Tief hier unten um die Marke von 57,37. Das der Blick hier in entsprechende, sage ich mal, untere Chartregionen mit Blick auf das Öl. So, damit hätten wir sozusagen auch für den Montag die wichtigsten Fakten besprochen. Weitere Fragen habe ich nicht. Ich hoffe, es passt soweit alles. Empfehlen Sie uns weiter. Und die, die es noch nicht gemacht haben, bitte jetzt zur Maus greifen oder zum Finger auf das Like-Symbol klicken. Danke dafür und bis morgen früh pünktlich um 8:30 Uhr. Bis dahin allen gute Trades. Tschüss.